Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 14. Dezember. Wir sind hier wieder auf der Finca. Auf dem Hinweg habe ich den Vulkan kurz gesehen. Das zeige ich jetzt mal am Anfang. Und während wir hier arbeiten und hierher gefahren sind, erzähle ich mal so ein bisschen was zu dem Vulkan, was er so weiter getrieben hat. Ja, was er vielleicht weitermachen könnte oder auch nicht macht. Und dann zeige ich Ihnen nochmal, wenn wir wieder zurückfahren, ob er da wieder aktiver geworden ist, ob er wieder loslegt oder ob er weiterhin ruhig geblieben ist. Zuerst einmal eine Korrektur von gestern. Gestern hatte ich gesagt, dieser Lavastrom, diese violette, sei der von 1585. Das ist er nicht. Dieser Lavastrom ist aus dem Jahre 1480. Zumindest wird es geschätzt, genau weiß man es nicht. Der von 1585 war derjenige, dessen Rekord jetzt gebrochen wurde. Mit mehr als 84 Tage. Ja, die gute Nachricht ist, es findet im Moment keine Aktivität mehr statt bei dem Vulkan oder an dem Vulkan. Der Tremor ist praktisch gegen Null gegangen. Der Kegel selbst stößt keine Lava aus und auch keine Gase. Die Seismizität ist sehr gering und es gibt keine Veränderung an den Bodenerhebungen. Aber natürlich sind die Wissenschaftler sehr vorsichtig, wenn es um das Ende der Eruption geht, zumal auch der Schwefeldioxidausstoß noch recht hoch ist. Es wurden jetzt viel mehr Beben auf der ganzen Insel gemessen in Magnituden zwischen 1 und 2, die absolut nicht spürbar sind und auch damit zusammenhängen, dass sie jetzt wieder gemessen werden können. Doch jetzt unsere Fahrt zur Finca. Auch dort erzähle ich noch etwas über den Vulkan. Hier jetzt von Süden, von unserer Finca aus, macht er auch nichts, obwohl man dauernd hinschaut und Angst hat, dass wieder was rauskommen könnte, gerade wenn man so Wolken im Hintergrund sieht. Ja, die Beben, die man jetzt wieder viel besser messen kann, die ganz kleinen auf der ganzen Insel, einfach weil der Tremor so weit unten ist, also praktisch nicht mehr vorhanden ist, sodass man das auch alles sehr gut hören kann bzw. wahrnehmen kann. Ja, gestern zwischen 17.45 Uhr und 19 Uhr gab es ja wieder eine explosive Phase mit sehr, sehr viel Asche, die ausgeworfen wurde und Bomben, die in Richtung der Nordflanke flogen. Doch danach hörte praktisch eine Stunde später schon, so gegen 20 Uhr, hörte schon der Tremor auf und die Aktivität
war praktisch nicht mehr vorhanden. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Ja, hier auf dem Rückweg jetzt schon wieder von unserer Finca immer noch nichts zu sehen. Immer noch nur Wetterwolken. Manchmal erschreckt man ja, weil man glaubt, oh, da kommt wieder was. Nein, es kommt nichts. Ja, was macht jetzt eigentlich die Lava? Man sieht ja hier noch so ein bisschen, wie immer da, dieses weiße Wölkchen rechts am Kegel. Da ist schon noch Lava-Austritt, aber wesentlich geringer. Also kaum noch. Ja, sieht man ja auch, wie klein dieses Wölkchen geworden ist, wenn man sich erinnert, wie hoch das war. Diese Lava fließt jetzt weiter über bereits betroffenes Gebiet im Zentrum entlang und dann zu dem Lavafluss Nummer 9, also den südlichsten, der gestern diesen, ja, leider nochmal diesen Ausreißer hatte, also diese Überlauf, der dann doch noch sehr viel Schaden angerichtet hat. Aber wie man sieht, ist wirklich absolute Ruhe. Also es ist so, wenn man ihn so sieht, könnte man fast meinen, das Ende ist nahe. Aber der Schwefeldioxid und auch der Kohlendioxidgehalt, also dieser Ausstoß, ist immer noch viel zu hoch. Aber trotzdem, das wurde auch betont, wieder seit dem 23. September kontinuierlich rückläufig. Aber wir können ja gleich auch mal schauen, was der Lavafluss nahe des Vulkans überhaupt so macht. Da sieht man jetzt im Moment auch gar nicht viel. Ja, da unten, da ist es am Dampfen auf alle Fälle. Ja, und da oben auch, da ist es schon noch am Dampfen, da unten ganz besonders, unten rechts. Ja, also der fließt auf alle Fälle noch und ist auch immer noch sehr heiß. Also, der Sekt kann schon mal von dem hintersten Fach in das vordere des Kühlschranks gestellt werden, aber Sektkorken knallen, dafür ist es wohl doch noch zu früh. Es kann immer noch wieder zu einer Reaktivierung kommen.